Ja, nachdem wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, die Mehrschrittverfahren und insbesondere verstanden haben, was Stabilität für Mehrschrittverfahren bedeutet, wollen wir heute nochmal zurückgehen zu den Einschrittverfahren. Und ich möchte Ihnen zeigen, dass es da auch so etwas wie Stabilität gibt. Und das ist die sogenannte A-Stabilität. Ja, das wird jetzt heute das erste Thema sein. A-Stabilität, und zwar für Einschrittverfahren. Und der Grund, dass ich Ihnen das hier zeige, ist vor allen Dingen, ich möchte, dass Sie noch so ein bisschen mehr Übung bekommen im Umgang mit diskreten Methoden zur Lösung von Anfangswertaufgaben. Okay, wir schauen auf das Modellproblem von Dahlquist. Und zwar ist das folgende, es ist einfach die eindimensionale, also skalare Anfangswertaufgabe, skalare lineare Anfangswertaufgabe mit konstanten Koeffizienten. Die haben wir schon jetzt zigmal uns angeschaut. Also es ist y' von t, also wir suchen eine Funktion y von t mit y' von t gleich lambda mal y von t. Das lambda ist fix und wir lassen zu, dass es komplex ist, aber wir verlangen, dass der Realteil von lambda kleiner ist als 0. Okay, Sie kennen, achso, und wir wollen eine Anfangswertaufgabe daraus machen, das heißt, wir verlangen, dass y von 0 gleich 1 ist. Und wir wollen das auf der positiven Achse lösen. Okay, dann kennen Sie natürlich die Lösung. Ja, die Lösung ist y von t gleich e hoch lambda t. Und wenn Sie sich mal erinnern an diesen kurzen Abschnitt, diesen kurzen Einschub, den wir uns angeschaut haben über Energieerhaltung, da haben wir gesagt, na, wir möchten, dass unsere diskreten Lösungen die wesentlichen Eigenschaften der analytischen Lösung reproduzieren. Da war das zum Beispiel die Energieerhaltung. Das heißt also, wir wussten, die analytische Lösung erhält die Energie, da ändert sich die Energie nicht und wir hätten es natürlich ganz gerne, dass auch bei der diskreten Lösung sich die Energie nicht ändert. Hier ist es noch was viel Einfacheres. Denken Sie dran, wir haben uns am Anfang der Vorlesung bei der Modellierung unter anderem mal angeschaut, die Modellierung einer Krankheitsausbreitung mit Hilfe von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Und auch wenn Sie vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass die Zahlen, die bei so einer Modellierung rauskommen, wirklich richtig sind, was Sie mit Sicherheit erwarten würden, ist, naja, also wenn jetzt die analytische Lösung fällt, dann möchte ich bitte auch, dass diese diskrete Lösung fällt, denn die sagt mir, ob ich aktuell in einem Zustand bin, wo die Zahl der Kranken zunehmen oder abnehmen. Und das ist halt eine extrem wichtige Aussage. Das heißt also, Monotonie ist eine wirklich wichtige Aussage. Und natürlich jetzt für unser Modellproblem. Wir haben gefordert, dass das Lambda kleiner ist als 0. Das heißt also, für t gegen unendlich ist diese Funktion, die hier steht, tatsächlich monoton fallend. Ja, das schreibe ich mal nochmal dahin. Monoton fallend. Und uns interessiert die insbesondere für t gegen unendlich. Das heißt, die geht sogar gegen 0 für t gegen unendlich, weil der Realteil von lambda kleiner ist als 0. Okay, wir möchten natürlich, dass unsere diskrete Lösung dieses Verhalten reproduziert. Und wir machen das mal mit der folgenden Definition klar. Ein numerisches Verfahren heißt A-stabil, falls yk, also die Folge der Näherungen in unserer diskreten Näherung, falls yk monoton fallend ist für alle h
und alle Lambda mit Re Lambda kleiner 0. Ja, das heißt also, sie wählen sich in Lambda, der Realteil von Lambda ist kleiner als 0 und das heißt, die analytische Lösung fällt und sie würden natürlich erwarten, dass auch die numerischen Approximationen monoton fallen. Okay, schauen wir uns hier zum Beispiel mal das Euler-Verfahren an. Okay, wir schauen auf dieses Modellproblem. Im Euler-Verfahren gilt yk plus 1 ist yk plus h mal f von tk und yk. Naja, in diesem einfachen Fall, ja, also f von t und y ist einfach lambda mal y. Das heißt also, das ist nichts anderes als yk plus h mal lambda mal yk. Oder das ist nichts anderes als 1 plus h mal lambda mal yk. 1 plus h mal lambda mal yk. Okay, wann ist diese Folge, die da steht, monoton fallend vom Betrag her? Ach, das sollte ja, das ist ja vielleicht da oben. Es reicht uns, wenn der Betrag monoton fallend ist. Wir lassen komplexe Argumente zu, das habe ich jetzt hier vergessen. Das heißt, das ist natürlich nicht monoton fallend, sondern der Betrag von y ist monoton fallend. Okay, wann ist jetzt der Betrag von yk plus 1 kleiner gleich yk im Betrag? Naja, genau dann, wenn 1 plus h mal lambda vom Betrag her kleiner gleich 1 ist. Okay, das heißt also, es muss sein, 1 plus h mal lambda kleiner gleich 1 oder mit anderen Worten, h mal lambda muss liegen in einem Kreis um minus 1 mit Radius 1. Okay, das heißt, wenn ich das mal aufmale, wo kann das h mal lambda liegen? Naja, h ist eine positive Zahl. Lambda ist eine Zahl mit Realteil lambda kleiner als 0. Das heißt, wenn das hier die komplexe Ebene ist, dann liegt das alles hier vorne, liegt das lambda im linken Teil der komplexen Ebene. Und das bedeutet, h mal lambda, naja, das kann irgendwo hier vorne im linken Teil der komplexen Ebene liegen. Unsere Eigenschaft, die wir sicherlich erwarten, nämlich dass diese Funktion und dass diese Folge yk-Betrag monoton fallend ist, das haben wir aber nur für h mal lambda im Kreis um minus 1 mit Radius 1. Das heißt also, dazu muss das h mal lambda in so einem Kreis hier vorne liegen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Ja, das ist überraschend, denn wir hätten sicherlich erwartet, unabhängig von h und lambda, reproduziert unser Euler-Verfahren diese Eigenschaft, dass das y monoton ist und das tut, y-Betrag monoton ist und das tut es leider nicht. Das heißt also, das Euler-Verfahren ist nicht a-stabil. Ja, und die Begründung ist, naja, es gibt tatsächlich h und lambda, so dass diese Folge monoton steigend ist. Dazu muss ich nur das lambda groß genug wählen und das h nicht klein. Wann werden wir denn ein Problem haben? Naja, also nehmen wir mal an, das lambda ist sehr, sehr klein, also vom Betrag her groß, nehmen wir mal an minus 100.000 oder sowas. Damit dann h mal lambda in diesem kleinen Kreis um minus 1 mit Radius 1 liegt, muss dann auch h sehr klein sein. Das heißt also, wenn das h, lambda
Betrag groß ist, dann bekommen wir die Bedingung, dass das h sehr, sehr klein sein muss. Und das ist ungünstig, wenn Sie sich noch erinnern. Ja? Also h klein bedeutet immer, ich muss viel arbeiten. Und das ist was ich ungern mache. Okay, das heißt, wir nehmen erstmal mit, das Euler-Verfahren ist nicht A-stabil. Und das Zweite ist, damit wir überhaupt diese Eigenschaft der analytischen Funktion hier reproduzieren können, brauchen wir, dass das h sehr, sehr klein ist, wenn das Lambda groß ist. Okay, nehmen wir mal als Alternative das implizite Euler-Verfahren. Ups, ja. Das passiert, wenn man es mal versucht, live zu machen. Ich wusste, es gibt einen guten Grund, warum ich das normalerweise nicht tue. So, dann bin ich wieder. Also, wir schauen auf das implizite Euler-Verfahren. Naja, da ist yk plus 1. Gleich yk plus h mal f von tk plus 1, yk plus 1. Ja, und ich setze wieder ein. Das heißt, das ist yk plus h mal lambda mal yk plus 1. Wenn ich das auflöse nach yk plus 1, also ich bringe das h mal lambda yk plus 1 auf die linke Seite, dann habe ich das yk plus 1 ist gleich yk geteilt durch 1 plus h mal 1 minus h mal lambda. Entschuldigung. Ja, ich bringe das h mal lambda yk plus 1 rüber, teile durch 1 minus h mal lambda und dann haben wir das da vorne stehen. Okay, wir schauen uns wieder an, unter welchen Bedingungen ist yk plus 1 kleiner als yk? Naja, natürlich genau dann, wenn 1 durch 1 minus h mal lambda vom Betrag her kleiner ist als 1 oder mit anderen Worten, wenn 1 minus h mal lambda vom Betrag her größer ist als 1. Und wir haben immer von kleiner gleich gesprochen, dann machen wir ihn auch größer gleich raus. Okay, 1 minus h mal lambda größer gleich 1. Naja, wo ist das denn kleiner gleich 1? Naja, also es ist kleiner gleich in einem Kreis um 1 mit Radius 1. Das heißt also, h mal lambda muss außerhalb eines Kreises liegen, um 1 mit Radius 1. Ja, wunderbar. Ja, wir haben uns vorhin überlegt, wo das h mal lambda tatsächlich liegen kann. Dieser Kreis um 1 mit Radius 1, naja, das wäre der hier vorne. Also da hätten wir Probleme. Da wäre tatsächlich das yk plus 1 nicht kleiner gleich yk. Aber wir haben uns gerade überlegt, das h mal lambda liegt ja alles in der linken komplexen Halbebene. Und das bedeutet, unabhängig von h und lambda ist tatsächlich diese Folge yk-Betrag monoton. Ups. Das hier, diese Bedingung ist immer erfüllt und das heißt, yk-Betrag ist monoton fallend. Ja, wenn h mal lambda in der linken Halbebene liegt und da der Realteil von lambda kleiner als 0 ist, ist das eben der Fall. Okay, gut. Das heißt also, der implizite Euler ist A-stabil. Das heißt, da habe ich nicht diese zusätzliche Bedingung, dass sich das, falls das Lambda sehr groß ist, dass sich das h dann sehr klein wählen muss, um überhaupt erstmal diese Haupteigenschaft der analytischen Funktion zu reproduzieren. Okay, also in gewisser Weise scheint hier der implizite Euler einen Vorteil zu haben. Und Sie würden vielleicht jetzt mit Fug und Recht sagen, naja, also Euler ist ja noch ein extrem einfaches Verfahren, ne? Und wir haben wahnsinnig komplizierte Verfahren kennengelernt. Die anderen werden das wahrscheinlich alle tun. Ja? Das heißt also zum Beispiel, das Runge-Kutta-Standard-Runge-Kutta-Verfahren
die werden tatsächlich diese Eigenschaft reproduzieren. Die überraschende Antwort, die wir im nächsten Video beweisen werden, ist, kein explizites Verfahren ist A-stabil.